Hallo und herzlich willkommen zurück zu Paper Mario. Lang ist's her. Beim letzten Mal sind wir von der fernen Insel zurückgekommen und haben Junior Trooper besiegt, wie schon so oft. Und wir werden jetzt als erstes mal zu dieser Toad-Dame gehen, der Jungen, und werden ihr den letzten Knospi-Samen geben. Und dann schauen wir mal weiter, was passiert. Obwohl, vielleicht schaue ich vorher noch in den Laden vom, wie hieß er denn? Ich wollte gerade Harry und Wuff sagen, aber das ist das falsche Spiel. Von unseren zwei Hunden auf jeden Fall mal vorbei. Und vielleicht hole ich mir dann noch einen Grundsoliden. Ha, ich muss mal gucken. So, wir gehen erstmal ganz schnell hier hin. So, was hast denn du für Orden für uns? Erhöht Marius Angriff um 3. Okay. Klappt Action Kommando Angriff plus 1, sonst 0. Das ist schon mal blöd. Klappt Action Kommando wird Schaden um 1 verringert. Nee. Das möchte ich alles nicht haben. Aber ich könnte. Wo war denn das nochmal? Ich möchte bitte irgendwo noch mal kurz in den Untergrund gehen, weil da haben wir nämlich auch noch einiges zu erledigen. Ja, das ist jetzt natürlich fantastisch. Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich glaube, das war hier. Oh, wir könnten auch da oben rein. Oh, wir können überall hin. Gut, Moment. Wir gehen als allererstes mal da oben rein. Weil das ist nicht sehr schlecht. Dafür nehmen wir vielleicht aber erstmal Gumbario. Perfekt. Aus weißer Voraussicht. Und überhaupt nicht zu wissen, was da drin ist. Hallöchen, na? Oh, du musst Mario sein. Willkommen in meinem Dojo. Ich bin der Meister. Ich bin der Leiter dieses Dojos. Ich bitte um Verzeihung. Meine Gesundheit ist sehr fragil. Wir trainieren jeden Tag in diesem Dojo, um Körper und Geist zu stärken. Sollte es deine Absicht und dein Wunsch sein, darfst du uns gerne herausfordern. Sag mir, was dich heute zu uns geführt hat. Wer versuchen, bitte? Sehr schön. Dann soll Chan gegen dich kämpfen. Schöner Name. Nun, Chan, es ist an der Zeit, gegen Mario anzutreten. Wie erwünscht, Meister. Der sieht harmlos aus, aber ich glaube, der hat jetzt faustdick hinter den Ohren. Mario, jetzt kommt Chan. Und der nächste Gegner heißt Elig. Nein. So, wir machen einen Scanner auf Chan. Das ist Chan. Er wird vom Meister trainiert und wird gerne gegen uns antreten. Maximale KP 15, Angriffskraft 2, Verteidigung 2. Na gut, es ging. Hammerattacken werden nicht so gut funktionieren, aber du kannst ihn mit Sprungattacken umwerfen. Liegt er erst auf dem Rücken, ist er leicht zu besiegen. Sei gnadenlos, Mario. Wir werden es probieren. So, Sprung. Wenn er auf dem Rücken liegt, kann er wahrscheinlich nicht angreifen. Sehr schön. Okay, dann war der noch gar nicht so schlimm. Vielleicht war es der nächste. Au, welche Schmach. Oh mein Gott, wir sind ja halb tot. Okay, gut. Dann springen wir einfach normal drauf und Gumbario macht dann, ordentlich viel Schaden. Ich kann es nicht in Worte fassen. Macht Gumbario viel Schaden mit dem Sprung? Wahrscheinlich nicht. Aber es wäre ziemlich cool, wenn. Dann macht nur zwei. Und wir haben es verkackt. Gut. Du darfst ihn bitte gerne erstmal umdrehen. Perfekt. Und Mario macht dann den Rest. Es müsste ja eigentlich auch ein einfacher Sprung reichen. Hätte es. Wir machen ihn komplett platt. Oh, vielleicht kriegen wir ein Level ab. Du bringst uns 0 Erfahrungspunkte. Warum? Na, ob sich das gelohnt hat, weiß ich jetzt noch nicht. Das ist ja blöd. Jetzt müssen wir den auch noch besiegen. Genug. Mario ist der Sieger. Chan, du musst Herze trainieren. Sehr gut. Ich gebe dir dies, Mario. Eine Kometenkarte. Was ist das denn? Der Beweis, dass Mario gegen Chan siegreich war. Okay. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren. Ja, hier. Ich möchte bitte gegen die anderen noch trainieren. Willkommen im Dojo. Ja, ich möchte bitte kämpfen. Diesmal soll Lee gegen dich kämpfen. Ach so, Jackie Chan und Bruce Lee. Ja, okay, jetzt ergibt das Sinn. Nun, Lee, zeig mir, wie du dich gegen Mario behauptest. Gewiss, Sir, ich werde ihn besiegen, Meister. Das werden wir noch sehen. Ich hoffe nicht, dass das der Fall sein wird, aber. Ich wette, eine Technik wie diese hast du noch nie zuvor gesehen. Wenn er sich jetzt dupliziert, weil. Nein. Moment, okay, bitte Scanner. Das ist Lee in seiner Verkleidung als ich. Seine maximalen KP sind 20. Sehe ich wirklich so aus? Niemals. Er wird Kopfnuss und Scanner einsetzen. Er verfügt über meine Fähigkeiten. Natürlich sehe ich viel besser und flotter aus. Und ich hoffe, ich bin auch stärker. Ja, ist klar. Gut, wir machen mal einen Powersprung. Ja, wir machen einen Powersprung. Wobei die natürlich alle keine Dings geben, keine Erfahrungspunkte. Also auch kein Level-Up für uns. Au. Das war unnötig.
Gut, dann machen wir einen normalen Sprung, dann machen wir das nochmal und dann benutzen wir die Sternenkraft zum Auffrischen und besiegen den. Dann haben wir nämlich wenigstens ein paar KP dazu bekommen. Ach, gut, oder wir haben halt einfach auch Glück. Haha. Gut. Ja, Gumbario ist ein bisschen stärker. Oder Mario hat mehr Verteidigung, ich weiß nicht. Was ist denn jetzt? Ja, du bist stark, nimm dies. Wow, damit habe ich nicht gerechnet. So ein Blödkopf. Okay, was machen wir? Stereo Himmelskuss, das waren 20 KP, ne? Das ist ein bisschen dicke. Wir machen mal eine Erfrischung. Da haben wir wenigstens... Blumenpunkte kriegen wir doch auch, oder? Ich bin gerade verwirrt. Sag uns mal bitte, was du uns gibst. Hast du uns nur KP gegeben? Ich habe gerade alles vergessen. Nein, auch Blumenpunkte. Das ist ganz cool. Dann haben wir für den nächsten Kampf... Boah, perfekt. Wenigstens ordentlich vorgesorgt. So. Und du bist auch hinüber. Düdüdü. Aha. Sehr schön. Kampf Nummer 2. Geschafft. Und ich glaube, es geht trotzdem noch weiter. Ich finde es übrigens schön, wenn man im Dojo immer Kämpfe hört, aber man sieht einfach nichts. Genug. Mario ist der Sieger. Lee, du musst noch viel trainieren. Sehr gut. Ich gebe dir dies, Mario. Yay, die Mondkarte. Mit 2 Sternen. Du darfst jederzeit hier mit uns trainieren. Und so. Genau. So. Ja, ich möchte bitte kämpfen. Ja. Sehr schön. Es wird Zeit, gegen den Meister anzutreten. So, der grauselige Toad-Opa. Möge der Kampf beginnen. Du warst, glaube ich, übel. Der Meister. Das ist der Meister. Ihm gehört das Dojo und er ist der stärkste Kämpfer hier. Maximale KP 50, Angriffskraft 6. Oh mein Gott. Verteidigung 0. Wenn er der Beste im Dojo ist, muss er ziemlich stark sein. Ach Quatsch, you don't say. Der ist bestimmt voll schwach und so. Was haben wir denn für Items? Ich habe gerade... auf. Kein Gegner kann ihn berühren. Ach du Schande. Ich glaube, das war eine ganz blöde Idee. Okay, ruhig steht. Das hilft wahrscheinlich alles nicht. Was war denn das? Moment. Zwischen 3 Schaden. Nein, alle Gegner nacheinander ist Quatsch. Ich muss das machen. Merle! Oh, bitte, 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 bitte. Das wäre echt schön, wenn das viel Schaden machen würde. Ja. Okay. 10. Cool. Hm, ausgezeichnete Technik. War auch zum Glück kein Glück oder so. Au, 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 au. Ich habe ein Problem. Okay, einen Angriff überlebe ich noch in der Richtung. Wir machen mal einen Vorsprung. Moment. Ich möchte kurz vorher was testen. Wir haben nicht mehr genug für das da. Aber wir kriegen nochmal genug zusammen. Ich glaube, das schaffen wir. Ah, gut, okay. Moment, was war denn das hier für ein Angriff? Powerschlag? Ich möchte nur wissen, wie viel Schaden das macht. Das müsste ja der gleiche sein wie der Sprung. Das ist gar nicht schlecht. Oh, danke. Oh, Glück ist sowas super Tolles. Okay, Mitglied wechseln. Wen nehmen wir denn? Wir brauchen irgendwas Cooles. Du kannst dein olles Schild machen. Das ist vielleicht gar nicht so blöd. Wir haben niemanden, der heilen kann, ne? Ne, wir haben, glaube ich, niemanden, der heilen kann. Dann nehmen wir mal Sushi. Aber wirklich nur wegen diesem alten Schild. Boah, 5, das ist echt übel. So, und dann müssen wir uns jetzt... Schlecht. Wasserblock. Ich hoffe, das haut jetzt hin. Okay. Okay, wir haben schon mal für 4 Runden so ein alten Schild. War das genug, um die Sternenergie aufzufüllen? Wenn nicht, müssen wir sonst eine normale Erholung machen. Ach, das hat da gar nichts aufgefüllt. Na, das ist ja bescheuert. Moment, Moment, Moment. Super, so, das sind nur Blumenpunkte her. Was machen wir denn nur? Okay, gut. Wir machen mal eine Erfrischung. Ich glaube, das wird jetzt das sein, was wir in jeder Runde machen, weil sonst haben wir leider ein kleines Problem. Mist. Das ist blöd. Und Sushi muss dann übelst viel Schaden rausbolzen. Ah! Ich bin gerade echt verzweifelt. Ja, hört bloß auf. Danke, okay. Okay, schön. Es wäre sinnvoll, dass ich vielleicht nochmal mit... Halt, du machst erstmal deinen Angriff. Spucker? Gut gegen Feuergegner. Ich glaube, du machst einen Tsunami. Das muss ich drücken. A, B und runter. Okay, krieg ich hin. Oh mein Gott, dieser Kampf wird schwer. Das ist echt übelst hässlich. Ich habe nicht gewusst, dass der so abartig viel Angriff hatte. 6 Schaden, okay.
So, dann kannst du jetzt gleich nochmal deine Erfrischung machen. Das ist echt Mist. Und 6 Schaden ist zu wenig. Ich glaube, ich mache lieber einen normalen Bauchplatscher mit Sushi. Da wechsle ich nochmal auf Bombett. Nee, dann verbrauche ich noch einen Angriff. Das ist Mist. Du bist ein Naturtalent. Ja, ich bin voll das Naturtalent. Und du haust mich gleich windelweich. So, okay. Ich mach mal den Powerschlag in der Hoffnung, dass es ein bisschen was machen wird. Okay. 16. Ausgezeichnete Technik. Ich habe Angst übrigens, dass er sich nochmal kurz bevor er kaputt geht, heilt. Das wäre nämlich das Schlimmste, was passieren kann. Bauchlandung, wie viel machten die? 100.000. Nee, 5. Okay, na, da lohnt sich das auf jeden Fall, die zu machen, statt den anderen Angriff. Du bist ja natürlich. Da sagt man das gleiche. Jedes Mal, sobald er Schaden einsteigt, habe ich das Gefühl. Okay, eine Runde haben wir noch. Aber das reicht noch. Um Gottes Willen. Okay. Und Sushi darf jetzt bitte den Rest machen. Boah, was für ein hässlicher Kampf. Gut. Danke. Boah, übel. Ich hätte nicht gedacht, dass wir das jetzt noch schaffen. Das sah ganz schön bitter aus. Okay, schön. Jetzt verstehe ich, warum du so berühmt bist, Mario. Du bist ein meisterlicher Kämpfer. Sehr gut, ein würdiger Gegner. Ich gebe dir dies. Die Sonnenkarte, der Beweis, dass Mario gegen den Meister siegreich war. Du darfst gerne jederzeit hier mit uns trainieren. Ja, das möchte ich bitte nie wieder machen. Muss ich das irgendjemandem zeigen? Dir vielleicht? Hallo? Darf ich dir etwas fragen, Mario? Warum gehst du nicht einfach los und befreist die Prinzessin? Ich dachte, du hättest Bowser schon mehr als einmal besiegt. Blöder. Na gut, okay, recht hat er. Ich werde mal einen Speicherblock suchen und würde mal sagen, ne? Solange wie ich hier rumlaufe. Ich laufe in die falsche Richtung, kann das sein? Gut, ich laufe in die Richtung, da weiß ich, wo es ist. Ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir etwas optionales Zeug machen, nochmal, bevor wir zu den Blütenfeldern gehen. Und in diesem Sinne, bis dahin, euer Elig. Bye!